So, und da sind wir wieder in der neuen Aufnahme und wir sehen die Sequenz, wie es gleich losgeht, weil wir haben ja letztes Mal aufgehört. Und ich sage euch eins, oh, ich nehme wahrscheinlich nie wieder Re Nachaufnahme auf, weil ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, aber es scheinen irgendwie in dem folgenden Video ein paar Szenen zu fehlen. Die Konstrukteurin der Maschinenstadt zog sich nach den Kriegen auf ihre entlegene Insel zurück. Zuvor brachte sie ihre mächtigen Artefakte in Sicherheit. Damit sie nicht in die falschen Hände gelangen konnten, konstruierte sie den Felsenstrudel. Im Zentrum der wirbelnden Gesteinstrümmer, verborgen vor habgierigen Blicken, erwartete das Artefaktlager seine rechtmäßigen Besitzer. Meine Artefakte dürfen nicht in falsche Hände fallen. Das würde unser Ende bedeuten. Du musst alles hierher bringen. Sammle sie mit deinem Flugzeug auf. Aber beeil dich, Nomade. Die Skrits sind nicht mehr fern. Ja, ich wollte dir erstmal kurz erzählen lassen. Da sind wir auch gleich ins neue Level gestartet. Ist wieder ein Flugzeuglevel. Aber jedenfalls war das total stressig, das wieder alles so zu machen, wie es eigentlich sein sollte. Und ich hoffe, ich krieg's dann halt mit der nächsten Aufnahme besser hin. Es ist jetzt auch wieder viel Zeit vergangen und alles. Hab ja auch neben Let's Play noch was anderes zu tun. Und ja, da würde ich mal sagen, da hatte ich anscheinend gerade eine Unterbrechung. Das Blöde war, in der Aufnahme wurde ich auch ungewöhnlich oft unterbrochen. Das heißt natürlich dann auch wieder viel Schneidarbeit und so weiter. Aber es geht jetzt auch weiter los und ja, ist halt wieder so eine Flugzeugrunde. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich da wieder drin war, was man da eigentlich machen sollte. Aber es ging eigentlich relativ gut. Ja, das ist. Ja, speichern ist das oder so sehr häufig, weil wenn man dann nicht so ein bisschen Feingefühl hat, geht man halt immer schnell kaputt und das ist dann halt blöd. Da wollte ich austesten, ob man da hochfliegen kann. Natürlich ging das nicht. Was ich mich jetzt allerdings auch im Nachhinein frage, übrigens tolles Flugzeug. Warum? Ja, das ist. War, wenn die so eine Anlage gebaut hat, um ihre speziellen Artefakte zu schützen. Warum hat die für sich selber nicht irgendwie einen Eingang gebaut oder sowas anderes? Hatte sie dann vor, wenn sie selbst dorthin kommt, um ihre Artefakte zu holen, beschossen zu werden oder sowas? Ich verstehe die ganze Sachlage nicht. Aber ich muss auch sagen, einige frühere Spiele sind auch in den Punkten vielleicht einfach nicht so speziell durchdacht. Das ist dann halt einfach das Level und das macht man dann. Ja, ich müsste jetzt bald drauf kommen, dass ich eigentlich wenden muss und anders reinkommen muss, weil es ja so nicht geht. Mal gucken, was ich jetzt als nächstes mache. Also jedenfalls auf gar keinen Fall sollte man hier die Türme bekämpfen. Das wäre glatter Selbstmord. Ah, jetzt bin ich drauf gekommen. Hat etwas gedauert, aber ich habe es ja schon mal gespielt. Ist bloß länger her. Und ansonsten, ja, das andere Let's Play wird bald anlaufen, nehme ich mal an. Und ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Bloß ich hoffe, die nächste Aufnahme werde ich das mit dem Ton hinkriegen. Weil so geht das ja gar nicht, so nachaufnehmen. Das ist ja alles nochmal extra Zeit und alles. Wäre es schon besser, wenn man das so hinkriegt, dass das gleich halt alles mit auf einer Tonspur ist. Dann kriegt man das vielleicht besser hin. Ich muss auch noch mit dem Programm rumprobieren. Vielleicht brauche ich ein anderes Aufnahmeprogramm, weil damit das Mikro und Video in zwei verschiedenen Spuren aufnimmt, weil es ist ja an sich besser, dann kann ich nämlich, weil der Spielton hier so laut ist, kann ich ja den leiser machen, damit meine Stimme dann besser zu hören ist, beziehungsweise die Tonspur meiner Stimme lauter machen,
damit die besser zu hören ist bei den ganzen Explosionen und so weiter. Das Problem ist, wenn ich jetzt weiterhin Traps benutze, ja, das ist dann alles eine Tonspur. Wenn da jetzt meine Stimme zu leise ist, dann kann ich nichts machen, weil das dann, wenn ich da lauter oder lauter, leiser oder lauter mache, das ist dann halt die gesamte Tonspur betrifft. Das heißt, selbst wenn ich jetzt das leise mache und ihr das dann lauter stellt bei der eurer Einstellung, wie gesagt, nichts, weil dann alles auch wieder lauter wird. Das ist der Level. Im Meer der Tränen liegt der Kolossos, einstmals das stolzeste Schlachtschiff der alten Epoche. Im Krieg gegen die Skrits hat es uns den entscheidenden Sieg errungen, bevor es mit Mann und Maus in das Feuermeer stürzte. Wir müssen die Absturzstelle finden und den Kolossus reparieren. Nur mit dem mächtigen Ebenenschlachtschiff können wir die Stadt der Maschinen erreichen. Von dort zieht Basaltface seine Fäden. Bring uns dorthin, Nomade. Ich steuere deine Insel. Du musst uns vor den grünen Brocken beschützen. An die Geschütze! Diese Runde hier ist eigentlich relativ einfach, wenn man zwei automatisch schießende Türme hat. Ich glaube, hier hat sogar mein einzelner Krieg gereicht. Ist das gut, gerade das mal kaputt gegangen. Was natürlich auch irgendwie sinnlos ist, finde ich, ja, die Vulkane hier. Der Krieg war mindestens vor, sagen wir, 100 Jahren, den die Meister dort hatten. Und ja. Huch. Ja. Das war, wovon ich gesprochen habe. Da fehlt eine Szene mit dem Kommandeur. Vor allem das Seltsame ist, das ist mitten in der Aufnahme. Also mitten in der Webs teilt das ja immer so ein Stück auf. Das war nicht bei Einzelunterteilung, sondern in ein und derselben. Keine Ahnung, wie das passiert ist, ob er das nicht mehr gezeigt hat oder so, aber jedenfalls war da nichts. Ich kann das ja vielleicht nochmal zeigen, wenn ich das nachspiele, aber irgendwie ist ja ungünstig. Inzwischen können wir auch die Artefakte anbringen, die wir in der Vorrunde gemacht haben, aber jedenfalls halt nur gesagt, ja, die Meister sind zurück. Wir sind die Nachfahren von den Leuten, die dort abgestürzt sind. Die haben das Schiff repariert. Also wir haben das Schiff repariert, als wir ankamen. Und ja, jetzt fliegen wir halt dorthin. Sehr akkurat gelöst. Sprengen meine eigenen Sachen in die Luft. Ja. Jedenfalls haben wir unseren neuen Turm hier, den haben wir schon kennengelernt in dieser einen Verteidigungsrunde mit diesen verfolgenden Raketen. Die sind eigentlich recht gut. Schön ist, es ist ja auch blaues Artefakt, das heißt, kann man wieder abbauen und aufbauen. Und dann haben wir auch, glaube ich, noch ein spezielles Hangar und alles so gekriegt. Aber auf jeden Fall müssen wir in dieser Mission sicher gehen, dass wir das geborgene Schlachtschiff, was wir haben, auch schützen. Weil wenn der zu wenig Ballons hat, stürzt der ab. Ich frage mich eigentlich, wenn der früher vielleicht schon Ballons gebraucht hat, war es ja bestimmt nicht so schwer, den abzuschießen. Da kommt schon die Skrits. Oder ist das ein Nest? Das ist wahrscheinlich ein Nest. Aber ja, die Lenkraketen, die Ziel erfasst haben, dann treffen wir eigentlich auch schon sehr gut. Mit dem Bomber zu hantieren ist etwas schwer, sag ich mal. Ne? Zu einem muss man aufpassen, dass man nicht gegen seine eigenen Gebäude im Start geht. Normalerweise, wenn man selbst startet, dann startet man in Richtung Himmel und nicht in Richtung Himmel. Ich verstehe nicht, warum das hier anders ist. Ja, da müsste man vielleicht mal die Hangars tauschen. Was allerdings auch noch schwer ist, der Bomber hat wie die anderen unendlich Munition, aber der lässt dann die halt die Bomben so fallen. Das
dann halt etwas schwer mit dem zu Gritz eigentlich so komische Kanonen haben, frage ich mich echt. Aber das wird ja schon bald zu Ende gehen. Ja, danach kommt noch eine Folge, dann müsste ich wahrscheinlich wieder neu aufnehmen, weil das ist ja so die Falle, mit denen keine Energie mehr haben. So, oh, das Gelb kurz aufgeflippt. Auch irgendwie lästig, muss ich einfach. Ich habe ja zwar auf Sets gemacht, aber irgendwie kommt das trotzdem durch. Da muss ich kurz ganz ausmachen. Aber okay. Wie gesagt, der Turm hier ist ganz gut. Ich meine, dass hier jetzt nicht so tausende Feinde sind und so weiter, aber ja. Ich kann mich erinnern, da waren, glaube ich, in den Bergen da einige Nester drin. Zwei oder drei. Leider gibt es hier, soweit ich weiß, in dieser Runde, wie auch in der Vorrunde davor, keine Artefakte. Jedenfalls habe ich keine speziellen gefunden oder ähnliches. Jetzt probiere ich es gerade mal mit dem Bomber wieder nochmal. Aber mal sehen, ob da schon das nächste Let's Play kommt, aber auf jeden Fall sicher bald.